Kielpasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute zeigt Matze, der seinen ersten Wettkampf haben wird in 2 Wochen, dem Wettkampfteam von der letzten Saison seine Form. Seid gespannt. Paddy ist da, sag hallo. Hallöchen. Yes, gerade in der tiefsten Offseason, aber tatsächlich noch gar nicht so lange. Dann haben wir Tobi. Auch der wieder verdoppelt, so wollen wir es haben. Ja, schön fett. Daniel, stabil, ohne Ende und bereit für die nächste Wettkampfsaison. Alle sind eigentlich heiß auf die nächste Saison. Und Pia, die gute Pia wird erst im nächsten Jahr starten, aber dafür wird das bösartig. Richtig. Was wir jetzt schon erarbeiten, ist geil. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir alle hier beisammen haben, dann ist doch hier der gute Matze, den wir heute da haben. Und zwar 2 Weeks Out. 2 Weeks Out. Sehr heiß drauf jetzt. Genau, sehr heiß drauf. Ist der Matze heiß drauf. Das allererste Mal, also die haben ihn noch nicht gesehen in live. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass sie ihn live sehen und vor allem in der Form. Er wird seine komplette Posing-Routine präsentieren. Die Jungs waren ja auch auf den Wettkämpfen, haben Daniel auf der Bühne gesehen bei der NPC, haben gesehen, wie das Posing aussehen muss. Und zuallererst mal möchte ich von jedem Einzelnen von euch nüchtern. Er steht jetzt vor euch. Erster Eindruck von Matze als Mens Physikathlet. Paddy. Also erstmal ist er riesengroß. Und dazu noch. Du bist ja schon riesig. Wer von euch ist eigentlich größer? Ich bin eigentlich 1,90. Das heißt, er muss eigentlich 1,92 sein. Also ein bisschen größer ist er auf jeden Fall. Und was halt überzeugt, wenn man ihn sieht, direkt halt die Schlüsselbeine. Ne? Wenn er auf die Bühne kommt, ich glaube, ist halt wirklich wichtig, wenn du auf die Bühne kommst, direkt, dass man halt auffällig ist. Mhm. Und das tut er, ne? Also ja, fällt direkt auf die Schlüsselbeine. Deswegen bin echt gespannt. Echt. Gut, was sagt Tobi? Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, der hat ja gerade, glaube ich, 0 Gramm Carbs drin, wa? Ja. Sieht aber trotzdem. Ein paar sind noch da. Sieht aber trotzdem verdächtig voll aus. Auch allgemein dafür, dass er 2 Weeks Out ist, auch noch ziemlich gut gelaunt. Ich glaube, der ist der gemachte Wettkämpfer. Nee, aber wirklich so ein Vieh, Alter, in echt. 2 Weeks Out, Alter. Ich bin hier reingekrochen. Ich bin nicht mal gelaufen, ich bin gekrochen. Also. Nee, deswegen. Sieht stark aus bis jetzt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Daniel, Mansphysik zu Mansphysik. Ich möchte nicht neben dir stehen. Also auf jeden Fall, V-Form, ganz krass vorhanden. Trotz nahezu keiner Carbs immer noch rund. Das ist schon echt abgefahren. Und echt unverschämt gut drauf für 2 Wochen vor dem Wettkampf. Das ist schon. Daniel hat halt letztes Jahr schon eine sehr scharfe Form auf die Bühne gezaubert. Und wir sind den Leuten damit sehr gefährlich geworden. Das wird dieses Jahr noch krasser. Also wir haben einige Maschinen dabei. Ich bin bei jedem Einzelnen sehr gespannt. Und jetzt kriegen wir mal eine Insider-Info. Wie geht's ihm wirklich? Sehr gut, muss ich sagen. Was? Hör auf zu lügen. Los. Butter bei die Fische. Hat er sich sein Trend verändert? Also außer es drängt jemand auf der Autobahn oder fährt langsam okay, vor okay, aber Autoausraster zählen nicht. Nee, das ist ja normal. Nee, also persönlich zu Hause ist er wirklich ein liebevoller Mann, kann ich nur sagen. Also, krass. Er ist aber echt motiviert. Er wird jetzt auch zum Frühaufsteher. Er war nie ein Frühaufsteher, das war eher ich. Jetzt steht er sogar auf, wenn ich zur Arbeit muss. Also um 4:45 stehe ich jeden Tag auf. Wahnsinn. Um 5:30 steht er dann auch auf und macht sein Cardio. Mhm. Natürlich quält ihn halt der Hunger. Aber sonst ist er wirklich... Ich wollte gerade sagen, wenn er so früh aufsteht, hat er dann nicht noch mehr Hunger? Oder gehst du sehr früh schlafen? Wie macht ihr das? Also wir gehen schon sehr früh schlafen, zwischen 9:30 und 10 eigentlich schon. Mhm. Und morgens, quält ihn halt der Hunger aus dem Bett. Also ich glaube, sonst würde er gerne noch länger liegen bleiben. Also nach jedem Essen ist auch ein Mittagsschlaf dabei. Ja, auf jeden. Ich lebe von Mahlzeit zu Mahlzeit. Und die schlimmste Zeit ist von Mittag bis Abendessen dann. Ne, dazwischen ist das Training und ich merke auch inzwischen so, Autofahren wird ein bisschen anstrengender, so kognitiv. Mir fällt mein PayPal-Passwort zum Beispiel manchmal nicht ein. So, also ich merke schon, mein Vater, Gott hab ihn selig, hatte da schon recht, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, ne? Also ohne zu klugscheißern, aber ohne Carbs kann das Gehirn auch nicht gut arbeiten, das merke ich echt. Aber mir geht's das super. Das ist quasi auch so ein bisschen unser Ziel. Ne, wir haben ja, das ist eigentlich so ein Aufwärmwettkampf. Genau. Eigentlich ist ein Monat später der erste, aber du sollst natürlich da schon gut aussehen. Wir wollen da ja nicht auftauchen ohne Form. War ja letztes Jahr bei uns Hockenheim genauso. Wir wollten da schon in Form sein, aber wollten von Wettkampf zu Wettkampf härter kommen. Das Geile ist, du hast jetzt auch dein Team kennengelernt, mit dem du dieses Jahr auf Tour sein wirst. Gute Jungs, ja. Sehr gute Jungs. Ich meine, alles gute Jungs. Das Teambuilding ist bei uns ja sowieso geil.
Du hast hier eine Truppe wirklich mit der, Digga, das war Klassenfahrt einfach nur. Alles Ochsen. Ja, das ist schon, ein bisschen, war schon lustig. Ja, so auf Party warten 20 Minuten, damit er dann sagt, ja, der Aufzug braucht zu lange. Die Impressionen werden jetzt auf euch wirken. Ich bleibe hier bei euch. Er darf sich jetzt komplett entblößen. Das will ich auch sehen. Nein, nicht komplett, bitte. Komplett. Also Oberkörper müssen ab, komplett. 100%. So. Ja, das wäre so. So, dann war das erstmal hinten ein bisschen. So. Matthias Roth. 20 Sekunden. Zack. Schön. Und breit. Und verabschieden. Ich glaube, du hast auch so ein leichtes Hohlkreuz, ne? Du hast auch, wenn du vorne stehst, das habe ich auch, du musst hier in der Hüfte ein bisschen vorknicken, damit du mehr Druck auf die Bauchmuskulatur kriegst. Zeig mal. Weil sonst geht die unter. Sonst hast du quasi nur. Das, was wir bei dir gemacht haben, bei der Dennis James immer wieder, ne? Dieser leichte Knick hier. Du musst quasi jetzt die Hüfte vorschieben. So ein Knick. Dann zusammenkneifen und vorschieben, das Becken. So, schau mal so. Ja, von hier. Nach vorne reinknicken. Jetzt kommen die Bauchmuskeln nämlich. Vorher sind die, ist dein Bauch zu gestretched. Jetzt sind sie perfekt. Ja. Das ist so ein Knick hier rein. Ja. Perfekt. Richtig, das hatten wir bei dir, ne? Ja. Sehr schöne Anmerkung. Sehr, sehr gut. Der Latt will hier gerade nicht wieder. Na, hol ihn dir. Hat der Latt immer Lampenfieber auf der Seite? Immer wenn die Kamera da ist. Aber krasses Bild. Schön. Jetzt bleib einfach mal so stehen. Bleib mal stehen. Auch. Bleib mal stehen. Ja, jetzt, einknicken jetzt wieder die Hüfte. Da. Jetzt sind sie da. Und nicht atmen. Brustkorb atmen. Face rear. Da kann man den Bauch dann ausruhen. Da steht er so erstmal. Zeig dich ein bisschen links und rechts. Hier ist das Resultat. Bisschen mehr Hohlkreuz. Genau. Face front. Steh. Steh in der 1. Durch Bauch. Brustkorb hoch, stolz. Latt raus, Spaß, strahlen. Findest du es geil? Dein Team feuert dich an. Wir sind alle da, wir feuern dich an, wir schreien. Back pose, face rear. Face front. Nochmal durchhalten. Lächeln, Bauch und Lächeln. Lächeln, das ist Bock. Brustkorb hoch, stolz. Hüfte reinknicken. And thank you. Also ich muss sagen, auf jeden Fall sehr, sehr rund, sehr, sehr prall dafür, muss ich sagen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist vielleicht, das könnte auch natürlich auch an den wenigen Carbs liegen. Ich finde, die Front ist tatsächlich trockener als der Rücken. Beides ziemlich trocken auf jeden Fall. Sehr gut gesehen, ja. Ich finde, der Rücken, da fehlt noch ein kleiner Tick vielleicht noch mit den Carbs und mit dem Wasser, was man dann rauszieht, sage ich mal, wird sich das vielleicht noch geben. Aber sonst im Großen und Ganzen sehr, sehr starkes Paket, Digga. Muss sehr ich schönes sagen. Auge. Darfst nicht vergessen, der Rücken ist noch ein bisschen haariger als die Front. Richtig. Ja, das schluckt noch ein bisschen. Ja, ja. Ja. Der Rücken muss ein bisschen glatter werden, der muss enthaart werden. Ja. Und wenn dann noch Farbe kommt, dann sind die schon aber vielleicht eher sehr mit Enthaarungscreme als mit Rasur, glaube ich. Das Ding ist, ich habe halt wirklich Angst, was passiert, wenn er halt wirklich anfängt aufzuladen. Ne? Weil er hat diese sehr runden Muskelbäuche, sage ich mal, weißt du, er sieht jetzt schon sehr rund und, naja, kantig halt auch aus. Für den ersten Wettkampf, glaube ich, darf er gar nicht so viel laden. Weil er muss ja auf den Punkt fertig werden. Du hast richtig, das hast du richtig gut gesehen. Der Rücken ist bei ihm, was bei dir zum Beispiel der Bauch war, was bei Paddy die Beine waren. Und das wird einfach später fertig. Aber der ist im Gegensatz zu den letzten 2 Wochen brutal geworden. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen Wasser rausdrücken, dann ist der Rücken, glaube ich, perfekt. Und vor allem in einem Monat
Ne, da wird er richtig gut sein. Und so wie er schwitzt, hat er noch Wasser. Da ist noch ein bisschen was drin. Noch viel zu viel. Ja. Ich muss sagen, wo du Matze vorgestellt hast, wollte eigentlich in der Klasse Physik. Habe ich ihn auch da eher gesehen, wenn ich ehrlich bin. Muss aber jetzt sagen, wo er jetzt wirklich jetzt knüppelhart ist. Und wir müssen noch sagen, wir haben noch 2 Wochen. Ne? Ja. Und die 2 Wochen sind wirklich immer die entscheidenden Phasen. Da passiert wirklich immer sehr, 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 sehr viel. Ist bei mir auch so viel passiert. Ich muss jetzt sagen, mit der Taille und das wirklich, wie gesagt, die Schlüsselbeine sind wirklich so. So, das ist krass, ja, wenn du vor ihm stehst und dann siehst du Schlüsse beim Zitani, also ich muss sagen. Er steht jetzt auch mittlerweile, er steht einfach da wie ein Mensch. Ja, ich stehe auch beim Einkaufen. Ich stehe an der Kasse und stelle mich so hin. Er ist halt wirklich Mensch. Ich, wie gesagt, wurde vorgestellt, aber auch so eher Classic vorgestellt. Er kann auch Classic. Aber jetzt er kann Classic. Aber zeig mal kurz deine Beine. Er kann Classic. Jetzt muss ich sagen, aber das wird, wir werden die noch ein bisschen ausprägen, die Dinger, vielleicht für die nächste Saison, aber guck, er kann. Ja, er kann Classic. Das heißt, das ist unser Testlauf, aber ich glaube wirklich, er kann als Men's Physik Pro werden. Ob als Classic, sei mal dahingestellt, weil die Klasse so überfüllt ist, aber er kann ja auch als Men's Physik Pro werden und dann immer noch in die Classic wechseln. Ja. Also er hat Pro-Potenzial. Wir müssen nur gucken, mit dieser Taille, glaube ich, kann er die Men's Physik überrennen. Ja. Wenn das schief geht, kommt er in die Classic. Der ist auch so groß, es muss auch einer kommen, der ihn schlagen kann. Das heißt, also wenn er da steht, da muss auch einer kommen, der auch einen von 1 Million Genetik hat, um ihn zu schlagen. Also, wie gesagt, das kann auch viel passieren seit 2 Wochen. Und finde auch, auf jeden Fall jetzt, wo er ein bisschen abgehungert ist, sagen wir mal, finde ich, dass er auf jeden Fall in der Men's Physik sehr, sehr gut einpasst. Auf jeden Fall. Ich würde ihn tatsächlich auch eher in der Men's sehen. Also die Classic, er würde also brutal in der Classic aussehen. Aber sind wir mal, also in der Classic, da habe ich Leute gesehen, die haben wirklich eine Taille wie von einem Baby gefühlt. So, das ist auch kein Hate an dich. Ich sehe dich einfach mehr in der Men's, persönlich. Persönlich. Ich hab's ja auch selber bei mir gemerkt. Ich wollte ja auch selber ursprünglich in der Classic antreten. Haben wir gemerkt, ja, bei mir absolut kein Classic-Körperbau. Und da muss man das, also ich hab's dann akzeptiert. Manche haben da ganz schwere Probleme, was muss ich reinzuzwingen. Aber ich glaube, in der Men's kannst du krass was reißen, jetzt wirklich. Auf jeden Fall. Gespannt. Daniel? Ja, kann mich da Tobi nur anschließen. Also da geht auf jeden Fall was in der Men's Physik. Kann man nicht anders sagen. Siehst du blöd für mich. Will ich jetzt nicht sagen. Stärken? Definitiv Schlüsselbein, Schulter, Brustpartie. Auf jeden Fall. Ja, das ist halt krass. Ne? Schwächen, wenn man von Schwächen reden kann. Also Schwäche, das ist jetzt schon ein brutales Wort, aber Lattansatz, der ist ein bisschen hoch. Aber das kannst du halt nicht machen. Das ist halt die Genetik. Was willst du machen? Dann kannst du nicht Lattansatz viel. Und eventuell Bauchkontrolle, würde ich sagen. Ein bisschen. Ja. Bauchkontrolle. Aber muss geübt werden, die muss besser werden, die wird aber auch besser der werden. Der eine hat den Lattansatz quasi am Arsch und der andere halt erst in der Achse. Das ist, dann kannst du nichts machen. Aber ist es nicht irgendwie, ich überlege gerade für die Men's Physik auch, wenn du halt stehst und das hier so winzig schmal ist und der Latt dann hier oben anfängt und einfach breit wird, ich glaube, das passt auch. Ja, wenn der Latt zu tief wäre, wäre es halt schon Bodybuilding. Dann ist dann wäre es schon Bodybuilding, so, ja, würde ich sagen. Also, nee, ich finde, der hat einen Men's Physik. Auf jeden Fall. Puh. Dass die Leute immer anfangs nicht sehen wollen, was es sein kann. Er hat so viel Kritik bekommen, auch ich. Was will der in der Men's Physik und so voll der Schwachsinn? Jetzt schaut ihn euch an. Man muss die Leute sehen, wenn die fertig sind. Ja, dann kannst du entscheiden, welche Klasse die angehören. Ja, und vor allem halt noch, wie gesagt, dieses in echt versus Video. Ich meine, guck mal, wir drehen hier in so einem kleinen Kabuff hier, wo von der Seite noch Licht kommt, weißt du, auf Kamera. Du hast einfach nicht diesen 3D-Effekt wie in echt. Also in echt kannst du es nochmal viel besser beurteilen. Und da muss ich sagen, Men's auf jeden Fall. Also danke euch erstmal für die Meinung. Feiere ich sehr. Wir haben jetzt ein geiles Team. Wir freuen uns auf die Herbstwettkämpfe. Die werden wir alle zusammen bestreiten. Und werden gefährlich, gefährlich, gefährlich werden. Das sind alles harte Arbeiter, die sich darauf freuen, wieder auf die Bühne gehen zu dürfen, die in den Startlöchern stehen. Und es wird einfach nur geil, weil ich werde mit dabei sein. Es wird Klassenfahrtmodus, wir werden Spaß haben. Gott, wenn ich mich an die letzten Wettkämpfe erinnere, was da teilweise für Aktionen waren. Es wird einfach nur noch geil. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von Matze? Teilt ihr die Meinung? Habt ihr eure Meinung über Matze jetzt vielleicht geändert? Dann sei doch ehrlich und schreibt es einfach mal in die Kommentare, denn dazu gehört auch was. Und ansonsten abonniert den Kanal gerne und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Zicke.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.